Sheriff Barker, wie verhalten sich denn die Comanchen zurzeit? Sind sie friedlich? Weißt du, Halbblut, normalerweise würde ich dich jetzt umbringen. Aber man hat ja Mitgefühl. Bänkler, du Schwein! Du weißt doch, wenn Gefahr droht, bin ich immer auf eurer Seite. Karl-May-Festspiele 2011. Winnetou und das Halbblut. Der letzte Kampf um Fort Grant. Präsentiert vom Elsbe-Festival. Die Seele liegt im Blut. Die Seelen dieser beiden Kriege mögen ineinander übergehen, sodass sie eine einzige Seele bilden. Gold! Pures Gold! Irgendeiner hat hier seine Hände im Spiel. Nicht wahr, Mr. Hawkins? Nein, Winnetou! Wir graben das Kriegsbeil aus und vernichten sie! Mein Blut soll dein Blut. Und dein Blut soll mein Blut sein. Ist es wahr? Was? Dass du Winnetou und mich befreit hast. Million! Gleich werden mir Millionen gehören! Ganz unten, im äußersten Süden Arizonas, liegt das kleine Dorf St. David. Früher einmal war es ein beliebter Handelspunkt. Doch als immer mehr Banditen und Glücksritter hier ihr Unwesen trieben, suchten die weißen Bewohner schnell das Weite. Nein, nein, nein! Ich bin doch nicht nach Amerika gekommen, um den Rest meines Lebens in einem einsamen alten Dorf zu verbringen! Nicht schlecht! Scheint eine ergiebige Ölquelle zu sein. Noch ein paar Stunden. Und dann ist jeder von euch um 5000 Dollar reicher. Also ich weiß noch früher. Früher haben wir uns so begrüßt. Die Karl-May-Festspiele Elsbe 2013. Der Ölprinz. Jetzt Ticket sichern. Nun werft erstmal eure Schießeisen weg. Das wär doch unfair mit euren Umpusten hier gegen die Indianer. Seit 12 Monaten ist kein Krieger mehr getötet worden. Ich glaube, die Weißen haben verstanden, dass man friedlich zusammenleben kann, wenn man die Gesetze und Grenzen der Nachbarn achtet. Oh, oh, wonderful. Schöne Gegend hier. Oh, hello, Mr. Schmidt. Hatten Sie eine angenehme Fahrt? Sie werden wiederkommen. Und zwar diesmal mit Ihren Waffen. Wenn du noch einmal Schlampe zu mir sagst, dann jage ich dir eine Kugel in den Kopf. Sarah, du weißt ganz genau, was ich meinen Eltern geschworen habe. Ich werde nicht eher Ruhe geben, bis ihre Mörder gefunden sind. Hört nicht doch soeben, dass ihr den Namen Geier verwandtet? So sind diese Mordbuben wieder in der Gegend?
In letzter Zeit dringen immer mehr weiße Männer in das Land des Roten Mannes ein. Vor 2 Monaten wurden 4 Krieger der Apachen getötet. 2 Wochen später fand man 3 Tote Navajos. Charlie, ich bin froh, dass du wieder hier bist. Farangare wird den Stamm der Utahs beschützen, wenn sein Vater auf der Jagd ist. Wir suchen im Auftrag der Eastern Silver Company nach Minen. Man hat uns gesagt, dass es hier einen See gibt, an dem wir auch Silberadern finden können. Ach, ihr meint den Silbersee? Solange Ellen lebt, wissen die Tramps, dass sie in Sicherheit sind. Das werden sie nutzen. Meine Krieger mögen mir zu dem Dorf folgen, das sich Sheridan nennt. Noch heute werden wir es dem Erdboden gleich machen. Hol dein Pferd, Barclay. Wir reiten nach Dos Palmas. Hier ist nur etwas los, wenn einmal in der Woche die Kutsche aus El Paso kommt. Winnetou. Mit ihm haben wir die beste Geisel in der Hand, die wir bekommen können. Ich nehme an, du hast nichts dagegen, wenn ich mich an der Unterhaltung beteilige. Winnetou jammert wie ein kleines Kind. Er wird heute durch die Hand PTs sterben. Wenn du nicht so eine jämmerliche Kreatur wärst, würde ich dich mit meinen eigenen Händen umbringen. Ich bleib hier nicht mehr. Es ist mir zu gefährlich. Mein Name ist Karl May und ich habe in Deutschland eine Menge Bücher geschrieben, auch über den Wilden Westen und die Indianer. Und ich habe mir das alles in meiner Fantasie vorgestellt, so ungefähr. Ein Häuptling namens Winnetou ist beim Gouverneur gewesen. Sie haben sich geeinigt, dass die Bahnstrecke, die ihr hier baut, nicht wie planmäßig durch, sondern um das Gebiet der Apachen herumgeführt wird. Winnetou möchte allen Apachen sagen, dass der Frieden erhalten bleibt. Wo hast du das Gold, Herr Rothaut? Ihr verfluchten Hunde! Wenn ich euch noch einmal im Leben begegne, dann werde ich mit euch abrechnen! Fahrt zur Hölle! Nein, Winnetou, diese Bleichgesichter sind böse! Wir müssen sie vernichten, jetzt!